Endlich gelandet. Nach einem langen und turbulenten Flug aus Shanghai sind die zwei Beluga-Wale Little Grey und Little White in ihrer neuen Heimat Island angekommen. Die Weißwaldamen wurden die vergangenen Jahre in einem chinesischen Freizeitpark gehalten, um Besucher zu unterhalten. Jetzt sollen sie in der Klettsvík-Bucht im Süden Islands eine neue Heimat bekommen. In Spezialwassertanks wurden Little Grey und Little White aus China eingeflogen. Jetzt geht ihre Reise in Lastwagen und Fähren weiter. Es ist eine heldenhafte Reise für sie, 1000 Kilometer. Sie sind mit dem LKW vom Aquarium zum Flughafen gefahren. Der Flug war definitiv der längste Teil. Jetzt, da sie in Island sind, sollten die Straßen und Fährfahrten kein Problem darstellen. Das Wetter ist gut, also sollte alles in Ordnung sein. Little Greys und Little Whites Umzug wurde schon vor 1,5 Jahren vorbereitet. Um mit den Strömungen, den Gezeiten und der isländischen Kälte zurechtzukommen, mussten sie sich einem Atem- und Muskeltraining unterziehen. Die Belugas sollen in der Bucht in einer möglichst freien Umgebung leben. Bald könnten sie von 3000 weiteren Walen und Delfinen Gesellschaft bekommen, die noch in Gefangenschaft leben. Damit könnte die Klettsvík-Bucht zum weltweit größten Reservat für Meeressäuger werden.